Servus, grüßt euch. Heute ist Restentmilbung dran. Für die Restentmilbung ist das Medikament der Wahl die Oxalsäure. Ich habe hier drei verschiedene Medikamente dabei. Das ist einmal das Varoxal. Das ist ein Pulver, das wird verdunstet. Dafür braucht man gibt's verschiedene Geräte auf dem Markt. Ich habe zwei dabei. Da ist einmal der Varox Eddy und der Varox von der Firma Andermatt Biovet. Und Oxuvar, auch von Andermatt Biovet. Das ist ein Mittel, das muss mit Zucker angerührt werden. Eignet sich auch zum Sprühen. Allerdings dann eben mehr so in den Sommermonaten. Da kann man seine Ableger damit behandeln. Wir träufeln es heute. Dafür wird es eben mit Zucker angerührt. Wie das geht, das zeige ich euch gleich. Und dann haben wir noch ein Medikament, das ist das Varomed. Das ist gebrauchsfertig angemischt, wird ebenfalls geträufelt. Wie das dann ganz genau funktioniert, das zeige ich euch draußen am Bienenstand. Jetzt geht es erstmal darum, das Varomed anzurühren, damit ich es dann draußen am Stand gebrauchsfertig habe. Also beim Umgang mit Säuren immer Handschuhe, Schutzbrille, das ist das Mindeste. Wenn wir dann später das Varoxal verdampfen, dann muss auf jeden Fall noch eine FFP3-Maske drauf. Ja, diese Oxalsäure-Dämpfe, die sind höchst giftig und da müsst ihr euch gut schützen. Die Empfehlung ist weiterhin, dass man mit dem Wind im Rücken arbeitet. Und wie wir das dann genau machen, das zeige ich euch draußen am Stand. Jetzt mischen wir erstmal das Oxuvar an. Wie das geht, hinter diesem Etikett, da befindet sich eine Beschreibung. Da könnt ihr das nachlesen. Das ist eine Flasche mit 275 Gramm. Da werden also auch 275 Gramm Zucker dazu gemischt. Ja, also ein bisschen mehr geworden. Schaut jetzt auch nichts. Und jetzt das Ganze gut schütteln. Gut, damit sind die Vorbereitungen erstmal abgeschlossen. Jetzt fahre ich raus zu den Bienen und da zeige ich euch dann den Rest. Ich fange jetzt mal an mit dem Varomed. Dieses Volk wird jetzt erstmal mit Varomed behandelt. So, die Schutzausrüstung habe ich angelegt. Handschuhe, säureresistent und die Schutzbrille. Und jetzt starte ich mal mit dem ersten Volk. Flugloch auf dieser Seite. Meine Bienen sitzen hier. Ich habe sie nochmal geschiedet bei diesen Völkern und habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Wabengassen. Das wird jetzt einfach in die Wabengasse eingeträufelt. Also vor Gebrauch gut schütteln. Drehen wir hier auf und jetzt wird es einfach in die Wabengassen eingeträufelt. Fertig. Also pro Wabengasse ca. 5 Milliliter. Bei 5 Wabengassen 25 bis 30 Milliliter ist vollkommen ausreichend. Als nächstes kommt das Oxuvar zum Einsatz. Ich habe hier eine Spritze mit 30 Milliliter. Die ziehe ich jetzt mal komplett auf. So, hier habe ich jetzt ein paar Wabengassen mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wabengassen. Also da muss ich ein bisschen mehr reinpacken. Fangen wir hier außen an.
So, damit ist das Träufeln jetzt beendet und jetzt kommen wir zum Oxalsäure verdampfen. So, jetzt habe ich mal meinen Smoker angemacht, damit ich sehe, wo der Rauch hinzieht. Da ziehen nämlich dann auch gleich die Dämpfe von der verdampften Oxalsäure hin. Damit ihr mal seht, was da passiert, zeige ich euch erstmal, wie die Geräte funktionieren. Also nach 2,5 Minuten ist die Oxalsäure restlos verdampft. So, jetzt bauen wir erstmal diesen Eddy auf. Der ist niegelnagelneu. Da haben wir hier diese Heizplatte. Da kommt ein Akku rein. Und dann haben wir hier so kleine Tiegel, wo dann die Oxalsäure reinkommt. Ja, über Induktion werden diese Tiegel aufgeheizt und dann verdampft die Oxalsäure. Da ist hier so ein Dosierlöffel dabei. Davon brauchen wir 2 Stück für ein Volk. Für die Demonstration nehme ich jetzt mal einen, das reicht. Der kommt hier rein. Jetzt müssen wir den Eddy erstmal einschalten. Dafür halten wir den großen Knopf, 3 Sekunden gedrückt, dann gehen alle Lampen an. Jetzt wird der Eddy aktiviert mit einem kurzen Druck hier drauf und es blinkt. Jetzt setze ich mein Blech hier unten ein und stecke den Eddy hier rein und starte mal die Uhr. Jetzt ist alles verdampft. Der Eddy ist jetzt in den Abkühlmodus übergegangen. Ja, jetzt machen wir das mal bei den Bienen. Zunächst einmal verschließe ich das Flugloch mit einem Schaumstoff. Gedacht ist es eigentlich, dass man den Varox durchs Flugloch einschiebt. Aber die Erfahrung hat gezeigt in den Tests, die Bienen, die setzen sich hier rein in die Pfanne und werden geröstet. Und das will ich nicht. Deshalb habe ich mir ein Blech gemacht, ziehe hinten die Schublade raus und statt der Schublade kommt jetzt das Blech rein. Die empfohlene Menge sind 2 Löffel von dem Varoxal. Das schiebe ich jetzt hier rein, damit die Dämpfe dort bleiben, wo sie hingehören, mache ich da hinten einen Schaumstoff rein und dichte das Ganze ab. Jetzt klemme ich die Batterie an und starte die Uhr. 2,5 Minuten haben wir gerade gesehen, ist das Ganze verdampft.
was ich euch noch nicht gezeigt habe. Hier ist eine Skala drauf, 100 mm und 150 mm. Wenn ich jetzt von hinten das Ganze behandle, darf ich den Eddy nicht ganz reinschieben, sonst komme ich unter meine Holzleiste. Also der muss so in etwa stehen. Jetzt verschließe ich das Ganze mit Schaumstoff. Der Eddy ist jetzt wieder bereit. Alle Lampen sind grün und jetzt starte ich den Vorgang. Zuerst schütze ich mich mal. So, 3 Minuten. Jetzt hat der Eddy den Abkühlvorgang gestartet. Die kleine Lampe auf der linken Seite, die leuchtet jetzt weiß, jetzt violett. Damit können wir den Eddy jetzt wieder aus dem Volk nehmen. Es ist jetzt 3 Tage her, dieses Volk. Und dieses Volk habe ich beträufelt. Hier mit Varomet, hier mit Oxovar. Und links und rechts habe ich Oxalsäure verdampft. Das Varoxal, das erste in Deutschland zugelassene Mittel dafür, habe ich mit 2 verschiedenen Geräten verdampft. Hier drüben habe ich den Varox genommen. Und in dem Volk hier drüben kam der Varox Eddy zum Einsatz. Jetzt habe ich diese 3 Völker hier, die habe ich jetzt verschlossen, die habe ich zugemacht, habe vorher eine Pappwindel eingelegt. Ich wollte nämlich jetzt mal sehen, wie groß ist der Totenfall, nicht nur der Milben, sondern auch der Bienen. Und hier sehen wir jetzt schon, einige tote Bienen liegen auf der Windel. Also hier habe ich jetzt Varomet. Totenfall, Varomet, Träufelvolk Nummer 2. Hier der Totenfall beim Oxovar und hier der Totenfall beim Sublimieren. Also die meisten Milben haben wir hier beim Sublimieren. Das Ganze ist natürlich fernab jeder Wissenschaft, also ganz vorsichtig sein mit solchen Geschichten. Ich wollte nur mal sehen, was hat es für Auswirkungen. Alle 3 Behandlungsmethoden sind erfolgreich. Meine Favoriten sind eindeutig die Verdampfungsmethoden. Dabei muss ich nämlich nicht an die Völker dran gehen. Ich kann einfach von hinten die Geräte reinstecken, muss das Volk nicht öffnen und kann die Restentmilbung durchführen, ohne den Deckel aufzureißen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Pfiat euch. Und hier haben wir das Volk mit dem Oxalsäure verdampfen. Die Bienen sind nicht besonders amüsiert.